eine echte Travelogy im Team. Spontankäufe sind nicht mein Ding, aber das hier war eine echte Ausnahme. Das kann passieren, wenn Zuschauer Uhrentipps geben. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Heute als letztes Review des Jahres 2023 gibt es ausnahmsweise einmal keine Uhr einer deutschen Marke, sondern eine Bulova. Ich habe sie am Arm, weil ich sie nach Erhalt direkt getragen habe. Und ich werde sie euch jetzt im Detail vorstellen. Bulova gehört zu Citizen, ist also definitiv keine deutsche Marke. Aber ich finde die Uhr absolut gelungen. Und ja, ein Tipp eines Zuschauers hat mich zu der Uhr geführt. Das kann also passieren, wenn Zuschauer Uhrentipps geben. Ich zeige sie euch hier einmal wirklich im Detail. Das ist die Bulova Oceanographer GMT in der Pepsi-Version. Ein elendlanger Name und Oceanographer, ich weiß gar nicht, wie ich es aussprechen soll, obwohl ich in Englisch eigentlich nicht so die unglaublich großen Probleme habe. Wie dem auch sei, das ist eine Uhr, die mir Peter, ein Zuschauer von mir, empfohlen hat, beziehungsweise er hat mich angeschrieben, gesagt, er hat sich eine bestellt, allerdings in einem anderen Design. Ich wollte aber immer schon mal eine Pepsi haben, nachdem ich meine Seiko 5 Pepsi verkauft hatte. Nun, es ist diese geworden. Ich bin ziemlich begeistert von der Uhr, werde euch viele Details noch zeigen und muss ganz ehrlich gestehen, dass mich auch der Preis Mörder gereizt hat, denn auf Chrono 24 findet man dieses Modell regelmäßig für unter 700 Euro einschließlich Porto. Bevor ich euch die Details zeige, die mich an dieser Uhr so reizen, gehe ich erstmal auf die Zahlen, Daten und Fakten ein, so wie ihr es von meinen Videos kennt. Die Uhr hat einen Durchmesser von 41 mm, hat eine Bauhöhe von 14,4 mm. Das ist schon ganz schön viel. Aber ich gehe davon aus, dass das mit dem gewölbten, mit dem Domed Sapphire ist, sodass das Gehäuse selber wahrscheinlich 14 oder knapp drunter Millimeter misst. Der Bandanstoß ist 20 mm und Lug-to-Lug werden 46 mm angegeben. Wobei ich nicht genau weiß, ob die ausstehenden Bandelemente hier mitgemessen werden. Falls nein, sind es wahrscheinlich eher 48 mm. Trotzdem trägt sich die Uhr auch an kleinen Handgelenken wirklich gut. Wir haben eine Wasserdichtigkeit von 20 bar, entsprechend 200 Meter. Und eine 24-Stunden-Lünette, die in beide Richtungen dreht. So viel zu den nackten Zahlen, Daten und Fakten. Ja, wenn ihr diese Videos mögt, wenn ihr gerne interessante Uhren sehen möchtet, dann abonniert kurz meinen Kanal. Kostet nichts, geht ganz fix, hilft mir und sichert euch
dahingehend ab, dass ihr automatisch informiert werdet, wenn neue Videos von mir kommen. Da ich keine andere Uhr anhatte, entfällt der Vergleich. Aber an meinem 17,5 cm Handgelenk trägt sich die Uhr sehr gut, sehr bequem und ist auch größenmäßig wirklich ideal zu tragen. Was ich an der Uhr faszinierend finde, auch wenn ich dafür ehrlich gesagt keine Verwendung habe, das ist die GMT-Funktion in der Art und Weise, wie sie hier ausgeführt ist. Und zwar in Form eines Traveler GMT, eines Reise GMT, was bedeutet, dass sich der Stundenzeiger separat verstellen lässt. Ich zeige euch das einmal. Wenn ich aber gerade dabei bin, die Zeiger zu verstellen, kann ich natürlich auch direkt die Zeigerstellung, die Position der Zeiger überprüfen, was ich ehrlich gesagt noch gar nicht getan habe. Ich habe die Uhr bekommen und es war nicht so, dass es mir negativ aufgefallen ist. Also war es für mich in Ordnung. Für dieses Video werde ich aber natürlich das genau überprüfen. So, ich weiß, wir haben 14:45 nachmittags. Ich kann also problemlos rückwärts drehen und kann sagen, die Zeiger passen. Passt wunderbar, alles in Ordnung, super. Jetzt stelle ich die Zeit wieder auf meine aktuelle Uhrzeit. Das wäre so 14:45. Und auch der GMT-Zeiger, der kleine rote Zeiger, geht auf die 14 Uhr. Der zeigt nämlich meine Heimzeit, meine Zeit zu Hause an. Und durch Drücken der Krone werde ich den Sekundenzeiger wieder in Gang setzen. So, jetzt haben wir die Heimzeit auf dem roten GMT-Zeiger eingestellt. Durch Ziehen der Krone in Position 1 würde bei einer Caller-GMT, bei einer GMT, die die zweite Zeitzone auf dem roten Zeiger verstellt, der rote Zeiger und das Datum verstellt, bei einer Traveler-GMT, wenn ich jetzt nach Amerika oder Asien oder sonst wohin reise, verstelle ich über diese Position den Stundenzeiger und zwar komplett unabhängig von allem anderen. Ihr seht, der Sekundenzeiger läuft auch weiter, das heißt, die Uhrzeit über den Minutenzeiger und den GMT-Zeiger läuft ganz normal weiter und ich verstelle einfach den Stundenzeiger komplett unabhängig. Das Datum, und das ist der einzige Wermutstropfen, wenn man denn so möchte, lässt sich nicht schnell verstellen, sondern für das Datum muss tatsächlich gekurbelt werden. Das geht aber relativ schnell, weil ich ja direkt den Stundenzeiger verstelle und nicht den Minutenzeiger 24 Mal um die ganze Ziffernblattbreite kurbeln muss, sondern ich verstelle nur den Stundenzeiger und das Datum springt auch vor und rückwärts, womit das relativ schnell geht. Wo wir beim Datum sind, gucken wir uns auch einmal das Datumsfenster an. Das Datumsfenster hat eine Lupe. Wenn ich mal versuche, da so ein kleines bisschen drunter zu gehen. Naja, es ist eine Lupe mit einem nicht so wahnsinnig großen Lupeneffekt, aber immerhin ein kleiner Lupeneffekt. Was ich aber sehr angenehm finde, ist, dass die Lupe innen ist. Wir haben außen keinen Knubbel auf dem Glas, wie ihr hier sehen könnt. Da ist die Lupe, aber es ist nichts auf dem Glas aufgesetzt. Es ist alles innen
in das Glas eingefügt. Das finde ich sehr schön. Wenn schon Lupe, dann bitte nicht so, dass man es fühlen kann, dran hängen bleibt oder sonst irgendetwas in dieser Art. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Die Indizes sind wunderschön gemacht. Die Indizes sind nämlich, ich weiß nicht, ob es Glas ist oder Kunststoff, auf jeden Fall sind die Indizes aufgesetzt und werden durch kleine Krampen gehalten, wodurch sich ein ja wirklich 70er Jahre Vibe ergibt. Finde ich super. Ich habe noch keine Erfahrung, wie diese Konstruktion hält. Ich gehe aber davon aus, dass sie sehr gut hält, weil diese Indizes natürlich nicht sehr viel wiegen und die Krampen das eigentlich locker aushalten müssten. Erstaunlicherweise leuchtet die Uhr auch sehr angenehm. Das werde ich euch gleich noch zeigen. Die Indizes bremsen die Leuchtkraft nicht. Und so wie es aussieht, ich versuche es nochmal zu zeigen, scheint die Leuchtmasse nicht in den aufgesetzten Indizes selber zu sein, wie bei der Leuchtkeramik von Guinan, sondern unter den aufgesetzten durchsichtigen Indizes, sodass die Leuchtmasse nicht mit, sondern durch die Indizes hindurch leuchtet. Das Ziffernblatt ist dunkelblau. Nach meiner Einschätzung ziemlich exakt der gleiche Farbton wie die obere Hälfte, die Nachthälfte der 24-Stunden-Lünette. Und die untere ist rot, so wie es sich für eine Pepsi-Lünette gehört. Das Bulova-Logo ist aufgesetzt. Einige haben in Foren bemängelt, dass das billig aussieht, weil es kleine Verbindungen zwischen den Buchstaben gibt. Ehrlich gesagt ist mir das sowas von Banane und ich weiß nicht mal, ob das nicht auch der typische Bulova-Schriftzug ist. Es ist mir aber auch komplett Latte, um ganz ehrlich zu sein. Ich finde das in Ordnung so und es stört mich in keinster Weise. Das Ziffernblatt selber wirkt bei dieser Uhr relativ klein, was zum einen daran liegt, dass wir die prägnante Lünette haben, dass wir das gewölbte Saphirglas haben, was durch die Biegung des Lichtes und die Brechung des Lichtes das Blatt noch einmal ein klein wenig zusammenzieht. Und die prägnanten aufgesetzten Indizes mit der innerhalb der Indizes liegenden Minuteneinteilung zieht das Blatt insgesamt ein bisschen zum Zentrum hin zusammen, sodass die Uhr in der optischen Erscheinung, wenn sie nicht am Arm ist, wesentlich kleiner wirkt, als die Zahlen von 41 mm vermuten lassen würden. Ich packe sie nochmal an den Arm, nur um zu zeigen, dass es wirklich keine extrem kleine Uhr ist. Wie gesagt, aktuell 17,5 cm und sie passt wirklich völlig problemlos an den Arm. Die Schließe ist übrigens eine Schließe, die über diesen Pilzkopf hier gesichert wird mit zwei Drückern. Und weil diese zwei Drücker manchmal dazu neigen, durch Kontakt mit Haut und Bewegung des Armes aufzugehen, gibt es noch eine Sicherungsfaltschließe, sodass diese Schließe nicht ungewollt oder versehentlich aufgeht. Der Faltmechanismus selber ist massiv, kein billiges Blech und es gibt eine Tauchverlängerung, die ebenfalls massiv ist
und sich problemlos einklappen lässt. An der Schließe gibt es eine Feinverstellung von 3 Löchern. Das entspricht etwas mehr als einer Bandgliedlänge. Die Glieder sind kurz, sodass sich auch ohne die Feinverstellung die Uhr sehr gut einstellen lässt. Und was hier wie geschraubte Glieder aussieht, ist nur der geteilte Stift, denn es sind gestiftete Bänder, was man unter anderem auch an dem Pfeil, na, kriege ich das irgendwie scharf? An dem Pfeil auf den Bändern erkennen kann. Also ich kriege es nicht scharf, ich kriege es nicht fokussiert. Hier auf der Innenseite sind Pfeile, jetzt sieht man es, glaube ich, etwas. Und die zeigen an, in welche Richtung der Stift ausgetrieben werden sollte. Ausgeliefert werden die Bänder mit einem Schnellwechselsystem. Funktioniert hervorragend. Ich habe die Bänder abgemacht, um sie zu kürzen, weil das einfacher war. Ich werde bei dieser Uhr aber überhaupt nicht mit Bändern spielen. Zum einen, weil ich auswendig gar nicht wüsste, welches Band ich hier dran machen wollte, und zum anderen, weil ich dieses Band einfach klasse finde. Es ist sehr beweglich. Das hier ist kein Stretch, weil es ja ein neues Band ist. Es ist die Machart des Bandes, was dieses Band wirklich sehr beweglich macht und dadurch am Arm auch sehr locker zu tragen ist. Das ist aber eine Art des Stahlbandes, die man mögen muss, weil einfach die Uhr sich am Arm viel bewegt und das Band der Uhr sicheren Halt am Arm gibt, aber nicht sehr viel Stabilität am Arm, weil das Band eben so beweglich ist, bewegen sich Band und Uhr am Arm mehr als bei einem stabilen Lederband, einem Kautschukband oder aber zweigliedrigen Stahlbändern oder Stahlbändern mit größeren Gliedern und geringerem Spielraum zwischen den Gliedern. Für mich passt das sehr gut zu der Uhr. Für mich passt das auch zu dem 70er-Jahre-Charme, den diese Uhr ausstrahlt. Es gibt diese Uhr noch in 2 anderen Varianten. Das blende ich euch hier ein. Alle liegen preislich nach der Herstellerangabe bei 849 Euro. Wie gesagt, bei Chrono24 regelmäßig auch unter 700 Euro anzutreffen. Zumindest in der Zeit, in der ich geschaut habe. Und das ist gewesen Anfang Dezember 2023. So, hier haben wir die Uhr bei Nacht. Ihr könnt sehen, dass die Nachthälfte der Lünette leicht nachleuchtet, aber nicht sehr lange. Das ist einfach dem Farbton der Lünette geschuldet. Je dunkler die Superluminova eingefärbt ist, umso schwächer und kürzer leuchtet sie. Die Indizes, die Zeiger, der GMT-Zeiger bei 14 Uhr hier unten sowie auch der Sekundenzeiger jetzt bei 6 Uhr leuchten gut erkennbar. Zeiger und Indizes ebenfalls gut erkennbar. Und das Ganze, wie ihr hier an der Reflexion des Gehäuses sehen könnt, nicht bei völliger Dunkelheit. Ich habe hier noch meine Kontrollmonitore sowie auch einige Hintergrundlichter angelassen, sodass es nicht komplett dunkel ist, und trotzdem haben wir ein gutes, stimmiges Nachtbild. Von der Seite ist es dann nicht mehr ganz so ideal, was dem hochgewölbten Saphirglas geschuldet ist. Bei der direkten Draufsicht aber komplett problemlos, gut und auch nach meiner Erfahrung ausreichend lange ablesbar. Auch nach 5-6 Stunden absoluter Dunkelheit habe ich überhaupt keine Probleme, diese Uhr abzulesen.
Kurz vor Silvester gibt es noch ein Video von mir mit einem Ausblick auf das, was ich 2024 plane, welche Uhren ich 2024 gerne filmen möchte und auch mein ganz persönlicher Wunschzettel für 2024, also die Uhren, die ich bei mir noch auf dem Wunschzettel habe und die ich gerne 2024 in meine Sammlung integrieren würde. In diesem Sinne, bleibt gesund. Genießt eure Zeit, genießt eure Uhren, freut euch auf das nächste Jahr. Bis dahin, tschüss, euer Axel.